Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hydroneer, wo wir schauen wollen, wie wir das jetzt alles umbauen hier. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich würde es gerne alles ein bisschen höher haben. Das ist schon mal Punkt 1. Dann müssen wahrscheinlich die ganzen Biegungen, die müssen hier raus. Da gucken wir mal, wie wir das am besten, wie ich das am geschicktesten anstelle, dass ich an die Bahn rankomme. So, dazu einen guten Hagebuddene-Tee. Und dann fluppt das mit den Bahnen, ne? Gut, machen wir den auch mal raus hier. So, der Übersicht halber. So, das ist die Schmelze, das ist der Sortierer. Der würde bleiben, wir machen den auch mal raus hier. So, die ganzen geraden Stücke. Heißt das der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve? Da müssten wir auch mal eben einmal so eine Schüssel holen. Und hier eben reinsortieren. Huch. Ja, aber wir haben, ich glaube, man kann sagen, so diese Idee. Was ist denn eigentlich los hier? Diese Idee von der Kompaktanlage, die hat ganz gut funktioniert. Und ihr habt euch übrigens gewünscht, dass ich ein paar Sachen noch ausführlich erkläre und dann nicht so schnell hier durch das Spiel springe, weil ihr manchmal nicht ganz mitkommt. Das kenne ich selber und das verstehe ich natürlich auch. Und ich werde versuchen, da. Ich werde versuchen, das zu berücksichtigen. Ja, das ist das Problem, glaube ich, wenn dieser Kübel auf dem Förderband steht, dann dringt das Förderband von unten sozusagen ein bisschen durch den Kübel durch. Und dann werden die Sachen auf das Förderband gelegt statt auf den Kübel. Was ja eigentlich ein begrüßenswertes Verhalten ist. Nicht aber, wenn man hier gerade umbauen will. So. Ja, der Umbau kann sich auch nur noch um Stunden handeln, das kriegen wir hin. Genau, und dann kommt die gerade Kurve, kommt weg. Die können wir wahrscheinlich auch alle einschmelzen, ne? Die werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. So, und dann vom Prinzip her kann das ja ruhig. Ich weiß übrigens auch, ne, dass wir mit dem niedrigen Drucksystem arbeiten. Das ist ja erstmal ein bisschen für uns zum Probieren hier, also keine Panik. Noch Zeit genug, das alles anders zu machen. So, den müssen wir auch mal rausnehmen, aber der ist festgetackert. Machen wir das gleich. So, und den hier. Ja, einmal alles abbauen heißt halt wirklich einmal alles abbauen. So, was ist noch nicht ganz optimal an diesem ganzen Setup, ist natürlich, dass der Bohrer und so, da werde ich die nächsten werden wir tiefer machen, dass der hier auf der höchsten Ebene steht und damit das höchste Wesen ist. Nee. Also das ist auf jeden Fall, ne? Das ist doch irgendwie, ne? Das ist auf jeden Fall nicht optimal. Das muss. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier im weiteren Verlauf nach unten bauen. So war es noch nicht optimal, dass wir hier nicht richtig drankommen. Und zwar unter anderem, weil die Rohre im Weg sind. Dann machen wir die auch mal weg. Gucken wir, wie wir das noch anders anschließen können. Und das ist das Schöne in diesem Spiel, ne? Einfach mal jetzt alles abbauen, ein bisschen umbauen, wieder hinbauen, wieder wegbauen und überhaupt bauen. Den machen wir auch mal weg. Und den wollte ich auch wegmachen. Weil der möglicherweise wieder genau dahin kommt. Kann passieren. So. Gut. Okay, also was wollte ich noch erreichen? Wir wollten, dass der Gesamtauswurf höher ist. Das heißt, wir müssten. Wir müssten. Der Ernter ist da angeschlossen. Wenn wir jetzt also hier noch einen weiteren Höhenförderer ranbringen, damit wir da ein bisschen besser, ein bisschen mehr Platz haben, müssten wir erstmal, egal was wir jetzt machen, müssten wir hier hoch.
So zum Beispiel. Wobei ich da nicht ganz genau weiß, ob das überhaupt geht. Oder ob der jetzt ein gerades Stück davor sein muss. Das wäre dann der. Warte mal. Das mal so. Gerades Stück. Dann eins hoch. Dafür auch immer noch so ein Ding. Dann drehen. Huch. Also will jetzt alles nur nicht da dran, oder was? So. No. Dann geht's von hier wieder weiter. Ist das Loch reingefallen? Passiert schon mal. So. Nee. So. Wenn ich da irgendwie drankomme. Und das will er nicht. Oh. Okay. Erstaunlich. So, dann müssen wir da noch ein gerades Rohr machen. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Ich meine, ich finde das neue System finde ich schon gut, dass das jetzt irgendwie so ja, etwas einfacher geworden ist, sage ich mal. So ist es, vom Gefühl her ist es nur noch so, dass irgendwie ein Rohr das Ding berühren muss und dann funktioniert es schon. Gegenüber früher war das, ist das wirklich eine Besserung. Trotzdem ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar, was er denn jetzt eigentlich von mir will, ne? So. Und dann, da kann ja schon direkt ein Sortierer jetzt hin, ne? Der dann jetzt natürlich zur anderen Seite rumläuft. Oder was? Warte mal, hier rum geht ja so rum, ne? Das bringt mir nichts. Die können wir gar nicht mehr gebrauchen. Die können wir wirklich nicht mehr gebrauchen. Sortierer, wo ist er denn? Gut, dass ich hier so viel Ordnung habe. Da ist er. So, und der Sortierer geht von... So, ne? So, und dann sortiert er nach hier weg. Genau. Dann können wir das mal so machen. Und dann machen wir uns jetzt mal Folgendes. Dass wir hier ein bisschen besser arbeiten können. Die Sonne geht auch runter. Wir gehen mal schnell schlafen. Nicht, dass es für euch wieder so dunkel wird. Wow! Kriegt jetzt mal einen Schreck, wenn der da steht. Oh, schön. So. Sortierer hier. Dann soll das, was da reinsortiert wird, soll in den Trichter fallen. Natürlich. So. Und dann wollten wir das ja jetzt extra so umbauen, dass wir dann hier auch da dran kommen, wenn wir hier was haben. Und das ist jetzt so, ne? Jetzt kommen wir schön da dran und trotzdem fällt es dann da rein. Und dann können wir das hier und so passend bauen, dass wir da schön weiter dran längst gehen können. Dann würde ich nur den Kollegen da wegmachen. Wo ist denn der Hammer hin? Da. Würde ich den dann. So, da. Wahnsinn.
so dahin machen. Das sieht doch schon auf jeden Fall besser aus. Halt den fest. So, dann kommen Sortierer Nummer 2. Dann hätten wir meinetwegen Eisen. Das wird direkt geschmolzen, weil das brauchen wir ja, glaube ich, am ehesten dann, um unsere Sachen weiterzubauen. Na komm. Wie rum ist denn jetzt richtig? So rum, ne? So. Und dann kommt Sortierer Nummer 3. Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist ein Trichter. Da habe ich ja gut mitgedacht. Hm? Warum nicht? So. Oh. Dreht sich in letzter Sekunde um. So. Dann hätten wir 3 Sortierer. Und dann sagen wir mal, wir das Eisen und Gold und diese Schüssel. Was wiederum bedeutet, dass wir hier noch so ein paar Dings aufstellen müssen. Sehr gut, Gardero, das hast du ganz toll gemacht. So. Na, ich habe gewisse Zweifel, dass das so funktioniert. Gut, dann können wir den wieder anschließen. Hallo? Was ist denn? Was ist denn? Hä? Ezio! Was ist denn hier? Achso, das Rohr ist im Weg. Jetzt ist die Tasche im Weg. Das läuft auf jeden Fall bei mir. So. Läuft. Wo hat denn das Ding hier nochmal den Saft hergekriegt? Nee, das muss hier doppelt, ne? Ah nee, das geht da hinten rein, okay. Und dann brauchen wir einmal den. Den. Und dann geht das hier mit den Bögen runter. Wollte ich denn jetzt die ganzen... Ich hatte doch einen Riesenberg krumme Rohre irgendwo. Wo sind die denn schon wieder hin? Auch Kurvenrohre genannt, oder? Achso, ja gut. In der Anlage sind natürlich ein paar drin. Wie viel brauchen wir denn? Eins, zwei, drei. Drei Kurven. Da wäre auch noch die kleine Schaufel, ne? Wenn alles schief geht, können wir die auch noch nehmen. So. Hoffentlich habe ich gerne mit, habe ich dann jetzt das Geld mitzunehmen. Seid ihr auch so gespannt wie ich, ob das funktioniert? Die. Na komm. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall demnächst dann auch gucken, dass wir bessere Rohre bekommen, denn der Druckabfall ist gewaltig. Wir haben auch keinen Filter angesetzt und das ist auch überarbeitet worden. Ja, man kann jetzt also dann so einen Energiekristallbehälter davor setzen, dann ist es bei 100%. Das kann man auch wunderbar mit diesen neuen Teilen ablesen. Ich glaube, die haben wir auch nie getestet, ne? Wo man mit ablesen kann. Müsste man auch mal testen. So, dann geht das, kommt hier eine gerade Kurve. Ihr könnt übrigens die Entfernung, auf der ihr diese Sachen verlegt, hier Profi-Tipp, ne? Mit dem Mausrad könnt ihr das verändern. Wenn ich jetzt das Mausrad rein und raus drehe, seht ihr? Weiß auch nicht jeder. Deswegen dachte ich, ich erzähle das mal kurz. So, dann noch eine Kurve.
Und dann haben wir es. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal oben die Sortiersachen reinpacken. Achso, und eine Schlüssel brauchen wir noch, ne? Genau, das habe ich auch gesagt. So. Passt, passt, passt. Dann haben wir hier die Kristallschüssel ohne Trichter. Dann haben wir hier... Das wäre dann die Resteschüssel, aber das wollen wir ja nicht, ne? Können wir da einen Endlos-Loop rausmachen, bis wir die weitersortieren? Nee, ne, die fallen eh in der Weltgeschichte rum dann. Naja, wir gucken mal. So, also. Eisen. Soll in den... Das war knapp. So, den ersten rein. Das ist Clotodium. Jetzt habe ich keinen Goldbrocken mehr, oder was? Dann nehmen wir so lange den Goldbrocken hier, bis wir wieder einen anderen Goldbrocken haben. Ja, und ihr kennt das schon in meinem Kanal. Zuschauer, die bis zum Ende dranbleiben und bis zum Ende das Video gucken, werden belohnt. Denn wir werden natürlich diese Maschine jetzt noch in Betrieb nehmen. Und nicht erst für Leute, die schon abgeschaltet haben. Und gedacht haben, wir machen das jetzt in der nächsten Folge. Ne? Wir werden das in dieser Folge probieren. So. Trotzdem werden wir Trichter kaufen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, was die kosten. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht genug Geld für. Wobei, wir können diese beiden Sachen verkaufen und daraus was schmieden. Dann haben wir vielleicht noch für einen Trichter. Und ja, schnellstmöglich brauchen wir einen weiteren Sortierer. Aber wir gucken nochmal. Sieht alles gut aus. Achso, nee, der dritte. Wir brauchen noch einen Kristall zum Sortieren. Hier. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit. Was machen wir hier hinten? Ne? Das ist ja noch nicht optimal. So. Wenn ihr übrigens alle Folgen dieser Staffel schon sehen wollt, vor der Länge, auf Gradual Plus sind jetzt schon alle weiteren Folgen dieser Staffel für meinen Unterstützer ab. Ganz, ganz wenig Euro pro Monat könnt ihr mich unterstützen. Das hilft mir wirklich sehr. Und vor allen Dingen ist es komplett werbefrei. Eure Daten werden nicht von irgendeinem amerikanischen Datenkraker eingesammelt. Und in bester Videoqualität. YouTube hat da nichts vorher kaputt gerendert. Keine Unterbrecherwerbung, kein Tralala, sondern einfach nur meine Videos. Und ihr unterstützt damit natürlich sehr massiv meinen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt schalten wir das ganze Ding ein und gucken, ob das irgendwie funktioniert. So, das geht schon mal. So. Eisen. Passt. So, da käme jetzt Gold. Dann müsste in den Crucible reinfallen. Das hätte natürlich nicht funktionieren, ne, aber... Oh, doch. Da könnte man vielleicht noch so Absperrungen dran machen. So, und das muss jetzt da hinten in den Bottich fallen. Genau, und alles, was wir gar nicht sortieren können. Alles, was wir gar nicht sortieren können, fällt hinten raus, weil da müssen wir ja noch gucken. Ja, und wir müssen vor allem mal mit Korken arbeiten, ne? Das ist echt nicht zu ertragen hier. Machen wir eben kurz so, dass hier nichts mehr durchfallen kann. Aber vom Prinzip her... würde ich mal so sagen, kann sich das sehen lassen. Es funktioniert zumindest teilweise. So, dass wir dann in der nächsten Folge gucken können, dass wir hier noch... Ja, wie viele weitere Sortierer brauchen wir? Wir brauchen noch einen weiteren, ne? Als Minimum. Der das Clotium daraus sortiert. Ich nenne jetzt immer Clotium. Clouderz. Wir nennen es einfach Clouderz. So, der das Clouderz daraus sortiert. Weil dann haben wir's. Dann können nämlich die Diamanten in die Presse reinfallen, die wir dann noch dahin bauen werden.
Wunderbar. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir wieder shoppen. Wollen wir natürlich ein paar Sachen nochmal hier zusammenbauen. Dann gehen wir shoppen und da bin ich mal gespannt, wie das alles hier weitergeht, denn wir sind ja jetzt noch weit davon weg, dass wir irgendwie so ein wir sind ja weit davon weg, dass wir uns jetzt noch einen Sortierer kaufen können und die weiteren Sachen. Deswegen, also in der nächsten Folge ein bisschen schmieden, so eine Kleinigkeit oder so. Und dann schauen wir mal, ob es für einen Sortierer reicht. Euch besten Dank fürs Zutauen. Für euer Zutrauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich lasse ein bisschen laufen hier.